Heute machen wir eine Cäsarpita. Dazu benötigen wir 3 Sorten Salami, Mehl, Eier, geriebenen Käse, Gurken, Öl, Salz, Milch, Backpulver, Sesam und eine Schüssel. Als erstes nehme ich die 3 Eier und verrühre sie. Dann gebe ich ein bisschen Salz hinzu, die Milch und das Öl. Verrühre das Ganze wieder. Dann kommt das Backpulver hinein. Verrühren das Ganze nochmal und geben nach und nach Mehl hinein. Dann rühre ich die restlichen Zutaten unter. Und verrühre das nochmal. Dann nehmen wir uns ein Blech und geben die Masse hinein. Dann geben wir von oben noch ein bisschen Sesam hinzu. Und dann kommt das bei 200 Grad 30 Minuten in den Backofen. Wenn wir das Ganze aus dem Backofen genommen haben, müsste es so aussehen. Jetzt schneide ich dich vorsichtig ein Stück raus. Und wünsche einen guten Appetit.